Robert Zepa, Das Rote Reich der Alten Welt. Kurzer Hinweis zu Beginn: Dieses Video ist eine Übersetzung und stellt ausschließlich die Meinung des Verfassers dar. Anthropologisch gesehen ist die menschliche Vorgeschichte in bestimmte Abschnitte unterteilt. Einige kleinere und einige größere. Aber keiner ist wichtiger als die Unterteilung zwischen dem Pleisozän, das die Zeit umfasst, die im Volksmund als Eiszeit bekannt ist, und dem Holozän, das unser gegenwärtiges Zeitalter der letzten zehn bis 12.000 Jahre ist. Eine Zeit, die auf einige große globale Kataklysmen, Umwälzungen und Massenaussterben folgte. Das heißt, wir können das gegenwärtige Holozän weiter unterteilen in das Neolithikum oder die Steinzeit, als die Landwirtschaft aufkam oder möglicherweise wieder aufkam, als die Werkzeuge und Waffen, die Archäologen finden, aus poliertem Stein hergestellt wurden, beginnt vor etwa 11.000 bis 12.000 Jahren. Auf diese Periode folgt das Kupferzeitalter um etwa 3500 v. Chr. bis 2500 v. Chr. eine Ära des Übergangs zwischen den Steinwerkzeuge benutzenden Bauern des Neolithikums und den metallbesessenen Zivilisationen der Bronzezeit. Kupfer lässt sich relativ leicht erhitzen und in verschiedene Formen verarbeiten und ist dem Stein in Bezug auf die landwirtschaftliche Nutzung oder die Herstellung von Waffen weit überlegen. Die erste Verwendung von Metall fand aber nicht überall auf der Welt gleichermaßen statt, ungeachtet dessen, was einige der aktuellen marxistischen oder globalistischen Propaganda zu diesem Thema sagen mag. Stattdessen breitete es sich von Anatolien ausgehend in Gebiete rund um das Mittelmeer aus, ebenso wie die domestizierten Tiere, die in der Landwirtschaft im großen Stil verwendet wurden. Die Art, die erforderlich war, um staatliche Gesellschaften zu gründen, Armeen zu ernähren, Pyramiden zu bauen und die Sprachen zu verbreiten, die vor dem Zweiten Weltkrieg als arische Sprachen bezeichnet wurden. Der Grund, warum wir Anthropologen das Wort arisch verwenden, ist, dass das Wort arisch vor Tausenden von Jahren vom Adel der frühesten landwirtschaftlichen Zivilisation in Stein gemeißelt wurde, der sich selbst und seine Sprache arisch nannte es gibt kein einziges beispiel in der antiken geschichte in dem der begriff proto indo-europäisch verwendet wird bis nach dem zweiten weltkrieg das wort arisch aus politischen gründen durch den begriff proto indo-europäisch ersetzt wurde das ist eine höfliche art zu sagen die wahre geschichte zu verbergen und sie durch egalitäre kultähnliche märchen zu ersetzen wie zum beispiel die inzwischen genetisch entlarvte hypothese out of africa ich wiederhole: Nach den Daten, die sich aus umfangreichen genetischen Sequenzierungen ergeben, haben die Afrikaner südlich der Sahara Afrika nicht verlassen und mutierten vor 50.000 Jahren zu Ostasiaten und mutierten dann wiederum zu Kaukasiern oder Europäern, um Europa vor 35.000 Jahren zu besiedeln. Das ist archäologisch, mythologisch und jetzt auch genetisch widerlegt. Da die Genome der frühesten europäischen oder Cro-Magnon-Typen sequenziert wurden und sich als genetisch identisch mit bestimmten modernen europäischen Populationen erwiesen haben. Die menschlichen Rassen sind das Ergebnis einer Hybridisierung von Cro-Magnon und den verschiedenen homininen Arten und nicht von Mutation, Anpassung, oder der pseudoreligiösen Philosophie, die von den Vereinten Nationen unter dem Namen Evolution propagiert wird. Das bringt uns zu dem Thema der heutigen Episode über die Bronzezeit. Diese Aria, die Menschen, die den Adel der landwirtschaftlichen Zivilisationen des Nahen Ostens darstellten, den Adel der oberen Kastensysteme Indiens, den Adel der frühesten chinesischen Zivilisationen, diejenigen, die diese chinesischen Pyramiden und sechs Fuß, sechs Zoll große blonde Mumien hinterlassen haben, Jahrtausende bevor die ersten Ostasiaten ankamen, wie auch der Adel Nordafrikas, wo wir wiederum Pyramiden und blonde und rothaarige Mumien finden, die Pharaonen oder Gottkönige genannt werden. Sie werden bemerken, dass ich das Wort Adel betone, denn bis zur Neuzeit gab es weder Sozialismus noch Kommunismus, und es gab nur eine Bevölkerungsgruppe, die die landwirtschaftliche Zivilisation, domestizierte Tiere und Metalle verbreitete. Archäologische Ausgrabungen haben gezeigt, dass die alte Stadt von den Vorfahren der arischen Rasse bewohnt wurde. Diesen alten Arian wurde alles auf der Erde zugeschrieben. Sie sollen sogar die Metalle entdeckt haben. Diesen alten Arian wurde alles auf der Erde zugeschrieben. Sie sollen sogar die Metalle entdeckt haben. Bevor wir uns mit der Bronzezeit befassen, sollten wir zunächst mit einigen schönen Mythen aufräumen. Angefangen mit der in Anführungszeichen neuen Welt. Amerika wurde nicht nach dem italienischen Entdecker Americo Vespucci benannt, sondern der Name des amerikanischen Kontinentes wurde von seinen ursprünglichen Bewohnern übernommen wie zum Beispiel von den frühen Bewohnern Perus, die ihn Amaruca nannten, was Land der Federschlangen bedeutet. Dies ist übrigens auch die Hauptgottheit der Maya in Mittelamerika, Kukulkan, was gefiederte Schlange bedeutet, ebenso wie Quetzalcoatl der Azteken in Mexiko. Der Anführer der Inka, der 1572 von den Spaniern gefangen genommen und hingerichtet wurde, trug den Namen Tupac Amaru was leuchtende Schlange bedeutet. Es ist kein Zufall, dass auf dieser Statue von Americo Vespucci ein Reptil unter seinen Füßen zu sehen ist, das auf eine Säule klettert und Amerika repräsentiert, da Schlangenverehrung ein weltweites Phänomen war, bevor die Geschichte so entstellt wurde. Eine korrekte Übersetzung oder Deutung der gefiederten Schlange ist geflügelte Schlange. Und dieses Symbol ist noch immer in Museen in Ägypten und im Nahen Osten zu sehen, wobei fliegende Drachen auch im antiken Asien weit verbreitet waren. Offiziell ist Amerika nach dem Entdecker Amerigo Vespucci benannt. Dies erscheint jedoch zweifelhaft, wie so vieles in der amerikanischen Geschichte, die einen einstigen Piraten aus der Familie Grego in einen ikonischen Helden namens Christopher Columbus verwandelt hat. Was Amerika betrifft, so ist es laut Manly P. Hall nach der Zitat gefiederten Schlange benannt, die der Bote der Sonne ist. In Mexiko war es der Gott Quetzalcoatl. Und in Peru wurde er Amaru genannt. Von letzterem Namen stammt unser Wort Amerika. Amaruca bedeutet wörtlich übersetzt Land der gefiederten Schlange. 1492 ist wahrscheinlich am bekanntesten dafür, dass es das Jahr ist, in dem Christoph Kolumbus den Blauen Ozean besegelte. Aber es war auch eine Zeit großer Veränderungen in Europa, in der die Juden vor die Wahl zwischen Massenkonvertierung, Vertreibung oder Schlimmerem standen. Eine Zeit, die historisch als spanische Inquisition bekannt ist. Es scheint, dass ein Großteil der Geschichte, die uns über Kolumbus und die Besiedlung Amerikas vermittelt wurde, falsch ist. Wie viele Menschen wissen wirklich, was in der jüdischen Gemeinschaft in Spanien im Jahr 1492 geschah? Nun, kürzlich haben wir entdeckt, dass Christopher Kolumbus, Christobal Colón, als Marano bekannt war die maranos sind diejenigen die gezwungen wurden zum römischen katholizismus zu konvertieren die sephardim waren und dann wurden sie gezwungen schweinefleisch zu essen was sehr unkultiviert ist und dann wurden sie marano genannt schweine weil sehen sie die fassade der spanischen inquisition ähm, was ist spanische inquisition es kommt von dem wurzelwort nachforschen aber das war mehr als Nachforschen. Das war ein Spionieren und die Juden zu zwingen, zum römischen Katholizismus zu konvertieren. So schickte König Salomon zusammen mit König HiRam aus dem Phönizischen Reich alle drei Jahre Schiffsflotten nach Tarsisch, um Gold und Silber, exotische Tiere, exotische Früchte und so weiter zurückzubringen. Dieses antike Tarshish ist nichts anderes als Sepharad. Sie werden vielleicht fragen, was ist Sepharad? Sepharad ist Spanien. Auch heute noch ist Spanien Sepharad und von dort leitet sich der Begriff sephardisch oder sephardim ab, die die ursprünglichen Vorfahren der Juden in Spanien sind, die Sepharad. Nun zu Christopher Columbus. Viele wissen es nicht, aber ich erzähle es Ihnen, er war ein Converso, das heißt, auch er war ein Kryptojude oder ein heimlicher Jude. Zufällig waren die meisten Passagiere auf La Niña La Pinta de la Santa Maria, seiner Schiffsflotte, von unserer Art von Nachnamen. Welche Art von Nachnamen? Hispanische Nachnamen, spanische Nachnamen. Wir sind die Nachkommen. Viele von euch sind Nachkommen der geheimen Juden von Spanien. Das sind die Kryptojuden, von denen ich spreche. Es wird uns fälschlicherweise beigebracht, dass sich Christopher Columbus auf der Suche nach Gewürzen aus Indien verirrt hat. Als er dann an der Küste Amerikas landete, nannte er die Einwohner fälschlicherweise Indianer. Der Begriff Indianer ist nicht mehr politisch korrekt, ebenso wenig wie der Begriff Rothäute. Der Grund ist wiederum, die wahre Geschichte zu verbergen, denn Christopher Columbus brach 1492 zu seiner Reise auf, in der Nacht, bevor ein neues Gesetz in Kraft trat, das die Juden aus Europa vertrieb, wie ich in einem früheren Video über Columbus wahre Identität erklärt habe und er bezeichnete die östlichen eingeborenen richtigerweise als indianer da es sich um hakenkreuzgeschmückte arier aus indien handelte die nach einem großen krieg geflohen waren wie in alten indischen texten festgehalten wurde und die wie die alten ägypter und minoer ihre weiße haut mit rotem ocker einrieben woraus sich der begriff rot heute ergab an den Mumien der Eingeborenen dürfen keine Gentests oder Untersuchungen durchgeführt werden und von den entdeckten Überresten der Eingeborenen darf nicht einmal ein Foto gemacht werden, da Anthropologen wie ich die Rasse mit einem Blick auf den Schädel bestimmen können und wir keine DNA benötigen. Abgesehen davon haben die ältesten Überreste der Neuen Welt, von den Mumien aus den Sümpfen Floridas über die Mumien aus Neufundland bis zu den Mumien aus der Geisterhöhle und anderen, alle eine genetische Verwandtschaft mit den alten Europäern, wie zum Beispiel die Überreste, die in den alten baskischen Gräbern gefunden wurden, oder die alten nordafrikanischen Kaukasier, wie beispielsweise die ursprünglichen Berber. Als die alten Arier entdeckten, dass das Mischen von Zinn mit Kupfer das Metall viel stärker machte, war die Bronzezeit geboren. Da Bronze härter und haltbarer war als Kupfer oder andere damals verfügbare Metalle, ermöglichte dieser technologische Vorsprung zahlreiche Eroberungen. Ein Beispiel dafür sind die Hyksos-Pharaonen die mit ihren überlegenen Metallwaffen nach Afrika ritten und dem Kontinent Bronze sowie Pferde und Streitwagen brachten. Das Wort Hyksos bedeutet übersetzt fremde Herrscher oder Herrscher fremder Länder. Und diese Gruppe von Kaukasiern suchte überall nach Orten, an denen sie sowohl Zinn als auch Kupfer abbauen konnten. Während Cornwall in England für seine alten Zinnminen bekannt ist, hatten es Archäologen schwerer, die alten Kupferquellen zu finden, die die Bronzezeit befeuerten. Das Kupfer selbst ist zwar nach der Insel Zypern benannt, da sich das griechische Wort Kyprios und das lateinische Wort Cuprum auf die antiken Kupferminen auf der Insel beziehen. Aber die in der Antike produzierte Menge reichte einfach nicht aus und es handelte sich um ein minderwertiges Erz. Abgesehen davon gibt es eine Reihe von Orten auf der Welt, an denen Kupfer in kleinen Lagerstätten in reinem Zustand gefunden werden kann, aber es ist in der Regel in eine Gesteinsmatrix eingebettet, aus der es durch intensive Arbeit befreit werden muss. Es gibt jedoch einen Ort, an dem in der Antike reichlich Kupfer abgebaut wurde, und zwar in reinster Qualität. Das meiste Kupfer in Europa wurde ab etwa 4460 aus Kupfererzen verhüttet. Diese Erze wiesen oft eine Konzentration von 15% Kupfer auf, und viele enthielten Spuren von Verunreinigungen wie Blei. Andererseits schätzt man, dass eine halbe Milliarde Pfund Kupfer in Zehntausenden von Gruben in Michigan von antiken Bergleuten über einen Zeitraum von 1000 Jahren abgebaut wurden, beginnend um 2450 und abrupt endend um 1200 vor Christus. Offiziell weiß niemand, wohin das Kupfer aus Michigan verschwunden ist und gleichzeitig scheint niemand zu wissen, woher all das Kupfer in Europa plötzlich kam. Indianische oder, wenn Sie es vorziehen, Native American Legenden Erzählen vom Bergbau, der von blonden Marineinfanteristen betrieben wurde. Hier ist ein Bild von einem ihrer Segelschiffe. Ich fand es interessant, dass aus einem Schiffswrack aus der späten Bronzezeit um 1300 vor Christus vor der Türkei 10 Tonnen Kupferoxidbarren oder Schmelzbarren geborgen wurden, die sich als außerordentlich rein erwiesen, nämlich zu mehr als 99,5 Prozent, und dass sie nicht aus der Verhüttung von Erz stammten. Nur Kupfer aus Michigan hat diesen Reinheitsgrad und wurde in so großen Mengen abgebaut. Könnte es in der Antike einen transatlantischen Handel gegeben haben? Und wenn ja, wer könnte ihn betrieben haben? Dies ist eine antike Darstellung eines phönizischen Schiffes, die der alten Petroglyphe, welche mit der Legende der roten Haut der Indianer in Verbindung gebracht wird, bemerkenswert ähnlich sieht. Phönizisch kommt übrigens von dem griechischen Wort Phoinos, das rot bedeutet. Pippi ist ein neunjähriges Mädchen mit roten Haaren und Sommersprossen, das wie Peter Pan nicht erwachsen werden will. Sie ist die Tochter eines Seeräuberkapitäns und ihre besten Freunde sind ein Pferd, ein Affe und die beiden Nachbarskinder in dem kleinen schwedischen Dorf, in dem sie lebt. In Pippi ist die Tochter eines Südseefahrers Ephraim Langstrumpf, Kapitän eines Segelschiffes, der Pippi ein Haus kaufte, um seiner Tochter ein stabileres Leben als an Bord des Schiffes zu ermöglichen. Man glaubte, ihr Vater sei auf See verschollen, aber Pippi bestand darauf, dass ihr Vater noch lebte, sich auf eine Insel gerettet hatte und zum König der Einheimischen gemacht worden war. Sie glaubte, dass ihr Vater eines Tages kommen würde, um sie zu suchen. Wie sich herausstellte, war Kapitän Langstrumpf auf einer Südseeinsel angeschwemmt worden, wo er von den Einheimischen zum fetten weißen Häuptling gemacht wurde. Ihr Vater kehrte schließlich nach Schweden zurück, um Pippi in seine neue Heimat in der Südsee zu bringen. Aber Pippi fühlte sich zu ihren neuen Freunden Tommy und Annika hingezogen und beschloss, in Schweden zu bleiben, wo sie war. Aber erst, nachdem sie als die Tochter des fetten weißen Häuptlings, Prinzessin Pippi Lotta, erklärt wurde. Pippis Vater war ein Seeräuber, eine Art Freibeuter oder Freier Seemann, wie er im 17. und 18. Jahrhundert auf dem Karibischen Meer üblich war. Ursprünglich bezog sich der Begriff auf seefahrende Jäger, die Fleisch fingen und zu Räucherfleisch verarbeiteten, das sie dann an Piraten verkauften. Die meisten, wenn nicht sogar alle dieser transatlantischen Piraten waren Juden oder Muranos, also Kryptojuden, die 1492 aus Spanien und anderen Teilen Europas vertrieben wurden und konvertieren mussten. Um zu verstehen, wie die Juden überhaupt nach Europa kamen, muss man sich das alte Ägypten näher ansehen, insbesondere die 15. und 16. Dynastie, die als Hyksos bekannt war, was so viel wie Herrscher fremder Länder bedeutet. Laut Manotto waren sie asiatisch und wurden um 1500 vor Christus vertrieben. Genauso wie die ursprünglichen US-amerikanischen Kolonien in 13 Kolonien aufgeteilt waren, teilte sich das als Israeliten bekannte Volk in Stämme auf, wobei der berühmteste der Stamm Juda war, von dem wir den Begriff Juden ableiten. Nachdem Kyros der Große Babylon angegriffen und die jüdischen Gefangenen befreit hatte, sodass sie nach Palästina bzw. in das heutige Israel zurückkehren konnten, nahmen viele der anderen Stämme den Namen Jüdisch an, auch wenn sie aus anderen Stämmen stammten, wie zum Beispiel der Stamm Dan. Zur Zeit des Exodus beschlossen einige der Daniten, laut der jüdischen Enzyklopädie, auf ihren Schiffen zu bleiben und begannen, die von ihnen besiedelten Orte mit dem Wort Dan zu benennen, wie zum Beispiel Sardania. Sie waren schon damals als Piraten gefürchtet und zeichneten sich durch ihre gehörnten Helme, runden Schilde und großen Schwerter aus. Als Moses die Kinder aus Israel herausführte und das Königreich Ägypten in Trümmern zurückließ, entschieden sich einige, Moses nicht in das Land Kanaan zu folgen. Um 1500 vor unserer Zeit kam es auf der Insel Sardinien im Mittelmeer zu einer letzten Blüte der megalithischen Kultur. Ein Türmebauendes Volk, das manchmal Chardonna genannt wird, tauchte auf und beherrschte bald Sardinien und fiel dann in Korsika und auf den Balearen ein und beherrschte sie etwa tausend Jahre lang. Das waren die antiken Daniten. Schon ihr Name weist sie aus. Sie gaben ihrer Insel Sardinien ihren Namen und schon der Name Chardana beweist, wer sie wirklich waren. Ich habe mir die Namensgebung des Monarchfalters angeschaut. Und das hier ist Wikipedia. Der Schmetterling ist nach Danaos benannt. Wer ist Danaos? Nun, ich werde es Ihnen zeigen. Danaos stammt aus dem Stamm Dan. Und hier in diesem historischen Buch heißt es, Danaos aus dem Stamm Dan landete in der Stadt Argos und gewann die Kontrolle über sie. Wer war Dan in der Bibel? Dan, so steht es hier, war der fünfte Sohn Jakobs mit Billa. Er war Billas erster Sohn, der Gründer des israelitischen Stammes Dan. In einem biblischen Bericht wird Dan's Mutter als Rachels Magd beschrieben. Ich möchte, dass Sie sich diese wie oben so unten Symbolik mit den beiden umgedrehten Pyramiden ansehen, und natürlich ist dies der Davidsstern, aber innerhalb dieses Zeichens sehen Sie auch die Schlange. Ich habe hier einen sehr interessanten Artikel über den Stamm Dan und den Schlangensamen gefunden. Hier steht. Der Stamm Dan ist einer der zwölf Stämme Israels. Sie sind nach ihrem Vorfahren Dan benannt, der einer der Söhne Jakobs von Israel ist. Dan bedeutet richten, regieren oder herrschen. Der Stamm Dan hat als eines seiner Hauptsymbole die Schlange, weil sie als Richter angesehen wurden, und sie haben auch die Waage. And they also have Viele hundert Jahre vor der Geburt Christus, etwa zur Zeit Salomons, des Königs von Israel, der von 1015 bis 975 vor Christus regierte, waren die Macht, der Reichtum und der Einfluss Phöniziens als Seefahrernation unermesslich und so war es auch in den vorangegangenen Jahrhunderten. Dank ihrer Beherrschung des Meeres wurden die aus den Israeliten hervorgegangenen Phönizier zu den größten Seefahrern der antiken Welt. Von Tyros und Sidon aus breiteten sie sich nach Westen aus, um zu kolonisieren und Handel zu treiben. Auf der Karte sind die Kolonien grün schattiert, vor allem Nordafrika und Südspanien, und die Handelsrouten sind durch rote Punkte gekennzeichnet, die sich entlang der nordafrikanischen Küste und der westlichen Küste Spaniens erstrecken. Der Handel von Tyros reicht in die ganze Welt. Die Händler segelten weit und breit über die hohe See und errichteten ein riesiges Reich. Diese Zeichnung zeigt ein Relief, das im Palast von Sanakrib in neuenwe gefunden wurde und eine phönizische Flotte von Kriegsschiffen darstellt, die 714 vor Christus die Handelsschiffe schützte. Langstreckentaugliche Hochseeschiffe wie dieses waren um das Jahr 600 v. Christus zwölf Monate oder länger auf See. Sie befuhren Afrika und wagten sich dorthin, wo noch nie ein Schiff zuvor gewesen war. Seit den frühesten Zeiten segelten die Schiffe Israels mit den Schiffen Tyros zusammen, was dazu führte, dass alle, unabhängig von ihrer Nationalität, sogar die Griechen, als Phönizier bekannt wurden. Diese Menschen waren keineswegs so geheimnisvoll, wie sie angesehen wurden. In der Tat kann man sie durchaus zu den großen Baumeistern unserer Welt zählen. Heute gibt es viele, die in den Fußstapfen anderer Historiker die Behauptung aufrechterhalten und bezeugen, dass zwischen Phönizien und Cornwall eine ausgedehnte Handelsbeziehung bestand. Diodorus Siculus, der zur Zeit des Augustus, 20 vor unserer Zeit, lebte, beschrieb sie ausführlich und detailliert. Hier ist ein Teil davon, wie er genau die See- und Landrouten beschrieb, denen die Phönizier folgten. Er schreibt: Dieses Zinnmetall wird nach Gallien transportiert, wobei die Händler es auf Pferden durch das Herz von Keltika nach Marseille und Narbo tragen. Poseidonios, der um 80 v. Chr. auch nach Britannien reiste, schrieb auch über die Zinnminen von Domnonia, das ist Devon, und Belirium, das ist Cornwall. Unsere Geschichte führt uns nun an die Küste von Balerium, der Halbinsel Cornwall, wo die hebräischen Händler an den Stränden um die Roh verhütteten Barren feilschten. Heute ist die Grafschaft reichlich erforscht mit den hageren Maschinenhäusern aus Granit, den bröckelnden Ziegelschornsteinen und den verfallenen Calzonas, den überwucherten Ruinen von hundert oder mehr Jahren, den Überresten und Trümmern einer Industrie, die ihre Wurzeln im biblischen Altertum hat. Die Tatsache, dass Zinn schon vor tausenden von Jahren begehrt war, wird durch die Gewissheit gestützt, dass in Cornwall, das so reich an Mineralien ist, am längsten und intensivsten Bergbau betrieben wurde, wie sonst nirgendwo in Britannien, ja sogar in fast ganz Europa. Diese grob geformten Zinnblöcke wurden 1974 in Pra Sands, weniger als 20 Meilen von Land's End entfernt, entdeckt. Es besteht kein Zweifel, dass sie aus derselben Zeit stammen. Sind wir nun nicht berechtigt, diese frühen Briten im Lichte dessen zu betrachten, was Camden uns im ersten Band seiner 1806 veröffentlichten Britannia über den israelitischen Stamm Ascher berichtet, der vom achten Sohn Jakobs abstammt? Er stellt kühn fest, und ich zitiere: Die Kaufleute von Asher arbeiteten in den Zinnminen nicht als Sklaven, sondern als Meister und Exporteure. Das Aussehen der Kelten ist furchteinflößend. Sie sind sehr groß und haben gewellte Muskeln unter einer klaren weißen Haut. Ihr Haar ist blond und dicht und struppig wie eine Pferdemähne. Sie tragen bunte und bestickte Hemden und gestreifte und karierte Umhänge, die an den Schultern mit einer goldenen Brosche befestigt sind. Diodorus Siculus Es heißt, dass die Hyksos ein Volk gemischter semitischer und asiatischer Abstammung waren, das um 1640 vor Christus in Ägypten einfiel und sich im Nildelta niederließ. Sie bildeten die 15. und 16. Dynastie Ägyptens und regierten einen großen Teil des Landes, bis sie vertrieben wurden. Anthropologisch gesehen beschreibt semitisch eher eine sprachliche Gruppe als eine Rasse. Und was die asiatische Abstammung betrifft, so enthüllt ein kürzlich veröffentlichter Artikel die genetische Identität eines blauäugigen Volkes, das vor über 6000 Jahren das heutige Israel besiedelte und aus dem Iran und Westasien stammte. Wo wir auch massive Pyramiden finden, die genauso ausgerichtet sind wie die in Ägypten gefundenen, mit 4000 Jahre alten arischen Mumien, die genetisch mit den blonden und rothaarigen Pharaonen und adligen Ägyptern verwandt sind. Heute hören wir Forschungsergebnisse, die zeigen, dass die Hälfte aller westeuropäischen Männer irgendwie mit dem ägyptischen Pharao-König Tutanchamun verwandt sind. Marella Fernandes von CTV ist hier mit mehr Informationen. Marella, was hat es damit auf sich? What's up with this? Es ist wirklich interessant. Das kommt aus der Schweiz und die Forscher dort haben herausgefunden, dass nicht nur die Hälfte der westeuropäischen Männer diese Verbindung haben, eine Verbindung mit dem genetischen Profil, sondern 70 Prozent der Männer in Britannien, was erstaunlich ist. Sie haben alle das gleiche genetische Profil oder die gleiche Abstammung wie König Tutanchamun aus Ägypten damals vor langer Zeit. Und das wirklich Schockierende daran ist, dass weniger als 1% Prozent der heutigen Ägypter die gleiche Verbindung haben. Ist das nicht interessant? Wir sind hier im staatlichen historischen Zentrum und zeigen euch ein paar Dinge hier im Museum. Hier in the Museum. Ein fast zwei Tonnen schweres Nugget aus eiszeitlichem Kupfer, das vom Gletschereis nach oben gedrückt wurde. Seht euch die Patina darauf an. Das Ding ist wunderschön. Aber das ist ein riesiges Nugget aus Kupfer. Der Junge sagt. Aber sie wurden poliert. Ja, sie haben vielleicht etwas davon. Und dann haben die Hände der Menschen und alles, was sie im Laufe der Jahre berührt haben, ist sicher auch ein bisschen poliert. Das ist einfach unglaublich. Is sick, Hier haben wir noch ein bisschen mehr Metalle aus Michigan. Das Erz dort enthält ein bisschen Gold und Silber und das da könnte ein Silbernugget sein. Und dann haben wir noch ein paar schöne Kupfernuggets. Nice ein großes, dickes da hinten. Und das sieht fast wie ein Horn aus. Oder wie ein Quarzkristall. Und bei dem da bin ich mir nicht sicher. Das sieht fast wie eine kleine Schale oder ein Becher aus. Das ist ziemlich einzigartig. Alles Teil der Geschichte von Michigan. Die Phönizier mischten das Zinn aus Großbritannien mit Kupfer aus so weit entfernten Orten wie Michigan, um Bronze zu gewinnen, ein überlegenes Metall, das die Hyksos-Pharaonen in Ägypten einführten, ebenso wie das Pferd und den Wagen sowie andere domestizierte Tiere. Diesen Arian wird der Ackerbau zugeschrieben, der sich während des Holozäns, der Zeit nach der Eiszeit, in dem wir uns jetzt befinden, von Anatolien aus ausbreitete. Außerdem domestizierten sie viele Tiere, die die landwirtschaftliche Zivilisation erst möglich machten, wie zum Beispiel Ochsen und Pferde, und führten diese Tiere auch in Ägypten und Afrika ein, ganz zu schweigen von Indien, aber das wäre dann ein anderes Video. Eine interessante biologisch-genetische Anmerkung zu diesen Menschen ist, dass diese Kaukasier die einzige Bevölkerungsgruppe auf der Welt sind, die als Erwachsene nicht laktoseintolerant sind. Standardmäßig genießen die meisten Säugetiere und Menschen als Säugling die Milch ihrer Mutter, aber als Erwachsene können sie die Laktose nicht richtig verdauen. Aber diese Menschen, die seit Jahrtausenden Kühe züchten und Milch trinken, können als Erwachsene problemlos Milch trinken. Und auch die Menschen in Nordeuropa haben dieses genetische Profil und sind selten laktoseintolerant. Ein weiterer Hinweis auf eine Verbindung zwischen den Menschen im Mittelmeerraum und den Menschen in Nordeuropa. Archäologen haben Beweise gefunden, die die Idee widerlegen, dass die Clovis-Menschen die ersten waren, die sich über einen Korridor zwischen den Eisschilden des heutigen Kanadas über Amerika ausbreiteten. Den größten Teil des letzten Jahrhunderts wurde an allen staatlich finanzierten Universitäten gelehrt, dass die Menschen über die Beringlandbrücke von Sibirien nach Alaska gelangten, bevor sie den Korridor hinunterwanderten und den Rest Nord- und Südamerikas besiedelten. Dabei wurden archäologische Beweise in Südamerika, die über 30.000 Jahre zurückreichen, völlig ignoriert. Damit ist die veraltete Clovis-First-Theorie endgültig ad acta gelegt. Clovis bezieht sich auf eine Art von Steinwerkzeugtechnologie, eine sehr spezifische Art von zweischneidigen Speerspitzen, die für die Jagd verwendet wurden und die einer Welle von Siedlern in der neuen Welt am Ende des Pleistozäns oder der Eiszeit zugeschrieben werden. In meinen Büchern bringe ich diese Clovis-Kugelwerkzeugtechnologie mit der sogenannten soludreischen Technologie in Westeuropa in Verbindung. Dieses Konzept gilt in der amerikanischen Anthropologie immer noch als radikal und ist überall dort sehr umstritten, wo die Vereinten Nationen Einfluss auf die akademische Welt haben. Es impliziert eine eurozentrische Perspektive auf die Bevölkerung Amerikas, zumindest teilweise, und Trotz dieses unpopulären Konzeptes wurde an sechs verschiedenen Orten entlang der Ostküste der Vereinigten Staaten eine bemerkenswerte Reihe von mehreren Dutzend Steinwerkzeugen im solutreischen Stil entdeckt, die zwischen 19.000 und 26.000 Jahre alt sind. 26.000 Sie können mehr über diese Funde erfahren, wenn Sie die Arbeit von Professor Dennis Stanford von der Smithsonian Institution verfolgen. Ein weiteres faszinierendes indianisches Artefakt, das ich dokumentiere, ist dieses Hakenkreuz aus grünem Schieferstein. Und wenn man genau hinsieht, erkennt man, dass es sich um Schlangen handelt. Dieses Symbol wurde 1940 verboten, als die indianischen Stämme es aus politischen Gründen aufgaben. Und es erscheint seltsam, dass es 70 Jahre später immer noch verboten ist, vor allem wenn es von so vielen indianischen Stämmen so hoch geschätzt wurde, dass es vor dem Zweiten Weltkrieg nicht nur auf Autobahnschildern in Arizona zu sehen war, sondern die Hakenkreuze auch auf den Speerspitzen der Clovis zu finden sind, wenn man genau hinsieht. Wo liegt also die Gefahr? Besteht die Gefahr eines Aufstandes und einer Übernahme durch die Indianer? Oder wird dieses uralte friedliche Symbol, das seit der Eiszeit weltweit verbreitet ist, von den scheinbar akademisch korrupten Siegern des Zweiten Weltkrieges schlecht geredet? Und wenn ja, welchen Aspekt der Vorgeschichte versuchen sie uns zu verbergen? Könnte es sein, dass die alten Mythen, Legenden und Religionen recht haben, wenn sie von einem lange verlorenen Weltreich sprechen, das existierte, bevor es durch globale Katastrophen oder eine Sintflut unterging? Während man die Überreste dieser vergessenen oder verborgenen globalen Seefahrerzivilisation vielleicht durch archäologische Symbole wie das weitverbreitete Hakenkreuz zusammensetzen kann, könnte man sich auch der Symbolik zuwenden, die der Farbe Rot zugeschrieben wird, die, wie ich bereits gesagt habe, die Bedeutung des Wortes Phönizisch ist, aber auch hinter Wörtern wie Russland steht, wo Rus, Rus, Rot bedeutet. Was auf den Ruse- oder Hakenkreuz geschmückten nordischen Wikingerstamm aus Schweden hinweist, der mit slawisch-baltischen und finnischen Stämmen verschmolz und sich mit ihnen assimilierte, was das moderne Russland ausmacht. Oder das Volk der roten Farbe, auch bekannt als die maritimen Archaika, die vor über 7000 Jahren transatlantische Reisen unternahmen oder die Minoischen, frühägyptischen, Mykenischen, Etruskischen und anderen mediterranen Völker, die viele mit dem Stamm der Dan in Verbindung bringen, der übrigens mit der Farbe Rot assoziiert wird. Der Begriff Dan findet sich in ganz Europa, von der Donau bis nach Dänemark, die, wie einige Historiker behaupten, ihren Namen von verlorenen israelitischen Stämmen erhalten haben was die meisten Mainstream-Historiker nicht anerkennen, aber okkulte Organisationen und Geheimgesellschaften umarmen und bewachen. Was vielleicht erklärt, warum eine bestimmte Bankendynastie, die im Geheimen mit den Templern verbunden ist, ihren germanischen Namen von Bauer in Rothschild geändert hat, was auf Englisch Red Shield bedeutet. Die gleiche Farbe einer bestimmten Flagge von Nationen, deren Ursprünge auf Atlantis zurückgehen, dem mythischen Land, von dem Edgar Casey behauptete, dass es von einer Rasse von Menschen bewohnt wurde, die mit Rot assoziiert wurde, und das, wenn es wahr ist, wahrscheinlich vom Cro-Magnon-Menschen bewohnt wurde, dem ersten Hominiden, den Anthropologen als modernen Menschen betrachten, der auch seine Gräber und seine Haut mit rotem Eisenoxid-Ocker bedeckte. In diesem Zusammenhang möchte ich einige Informationen wiederholen, die ich in einem früheren Video über die Templergesellschaft, eine deutsche protestantische Sekte mit Wurzeln in der Pietusbewegung der lutherischen Kirche gegeben habe. Sie buchstabieren Templer anders als die Ritter Templar. Aber ihr Glaube dreht sich auch um den Wiederaufbau des Tempels in Jerusalem, dem Land, das von den Templern während der Kreuzzüge zurückerobert wurde, dem Teil der Levante, der einst als Teil des phönizischen Reiches galt und, wie der ägyptische Historiker Manito behauptete, von den Hyksos-Pharaonen besiedelt wurde, welche die Bibel Israeliten nennt. Ich werde auch einen Link zu dem Video in der Beschreibung setzen, die für die, die daran interessiert sind. Es gibt noch viel mehr, was ich sagen könnte, aber das muss warten. Zunächst möchte ich auf einige interessante Fakten über Präsident Trump hinweisen, dessen väterliche Abstammung sich bis nach Amberg zurückverfolgen lässt, einem Dorf im südwestdeutschen Raum des 18. Jahrhunderts. Seine Bewohner sind als Pfälzer bekannt. Ihr historisches Wappen ist der Pfälzer Löwe mit herausgestreckter Zunge, eine rote Zunge als Siegel der herrschenden Familien, die auch im bayerischen Wappen zu finden ist. Die Ursprünge Bayerns gehen auf Kelten und Sueben zurück. Die Kelten werden als einer der verlorenen Stämme identifiziert, die nach Europa kamen, und die Sueben dürften meinen Lesern durch den Begriff Schwaben oder Neuschwabenland bekannt vorkommen, dem Gebiet der Antarktis, das von den nationalistischen Deutschen annektiert wurde und im Mittelpunkt der Operation High Jump stand, der geheimen militärischen Invasion der Antarktis durch die alliierten Truppen nach dem Zweiten Weltkrieg. Johann Trump, 1789 in Bobenheim geboren, zog in das nahegelegene Dorf Kallstadt, wo 1869 sein Enkel Frederick Trump, der Großvater von Donald Trump, geboren wurde. Dieses deutsche Erbe wurde von Donald Trumps Vater Fred Trump nach dem Zweiten Weltkrieg und bis in die 1980er Jahre hinein verheimlicht. Er sagte den Menschen, er sei schwedischer Abstammung. Donald Trump wiederholte diese Version in The Art of the Deal, das 1987 veröffentlicht wurde, sagte aber später, er sei stolz auf sein deutsches Erbe. Natürlich wurde Schweden von derselben Menschengruppe gegründet, die wir Schwaben nennen, aber nur sehr wenige Menschen verstehen, was das bedeutet. Abgesehen davon braucht man sich nur die okkulte Bedeutung der verborgenen Symbologie des Trump Towers anzusehen, um einen tieferen Einblick in seine wahre Abstammung zu gewinnen. 1983 fertiggestellt, hat er eine offizielle Höhe von 664 Fuß, aber wenn man seine Spitze mitzählt, erhöht sich seine Höhe auf 666 Fuß. Während 666 als Zahl des Tieres bezeichnet wird und in den meisten Manuskripten der Offenbarung vorkommt, gibt ein Fragment des ältesten Papyrus die Zahl 616 als die ursprüngliche Zahl des Tieres an. Im kabbalistischen Kontext ist 666 eine positive, heilige Zahl, die mit Licht oder Sonne und dem Herzchakra in Verbindung gebracht wird. 666 ist auch die Zahl der Göttin wie Ishtar, Isis, Aphrodite. Und ist in der ägyptischen Mythologie heilig. Sie steht im Zusammenhang mit Sex, Fruchtbarkeit und Mutterschaft. Und der Trump Tower zeigt auch ein umgekehrtes Dreieck, das aus Bäumen oder Sträuchern besteht. Ein umgekehrtes Dreieck ist auch ein Symbol der Göttin. In der Alchemie bedeutet es Wasser oder die göttliche weibliche Energie. Und wenn man genau hinschaut, sieht man, dass die Bäume in drei Sechserreihen angeordnet sind, die die drei Seiten des Dreiecks bilden. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass der Baum selbst ein heiliges Sexsymbol ist, vom Baum im Garten Eden bis zum Feigen- oder Bodhi-Baum, der mit Buddha und Erleuchtung assoziiert wird, was eigentlich ein Verweis auf Tantra ist. Über diesem umgekehrten Dreieck aus Bäumen sehen wir sieben Säulen, die sich erheben. Und wenn Sie die Spitzen an der Spitze des Gebäudes zählen, werden Sie feststellen, dass es sieben sind, die im Tantra die Anzahl der Chakren im menschlichen Körper darstellen. In der Astrotheologie gibt es sieben Götter, das heißt die fünf mit bloßem Auge sichtbaren Planeten plus Sonne und Mond. Im Islam oder in der Sufi-Kosmologie gibt es sieben Himmel und Höllen. Im biblischen Kontext sind es natürlich die sieben Tage der Schöpfung. In einer esoterischen Perspektive hat die 7 mit der heiligen Geometrie zu tun. Wie Pythagoras uns sagt, ist die Zahl 7, Zitat, die Essenz oder das erste Prinzip der Dinge. Abgesehen davon hat Donald Trump die Blutgruppe Rh-negativ. Wissen Sie, ich bin stolz darauf, deutsches Blut zu haben. Keine Frage. Das ist großartig. Mein Name ist Robert Sepper. Ich bin an anthropologist My published work is available on Amazon as well as through various other major book outlets. They make a great gift. If you'd like to support my work, you can do that through patreon.com. There should be a link in the description section for those that are interested. I appreciate it. Thank you. Please hit the like button and subscribe for future updates. As always, I look forward to reading your comments, so please leave me your thoughts below. Please have a wonderful weekend and I hope to see you again soon.